und Josef diesen Sohn hervorgebracht. Da wäre er genauso unvollkommen gewesen wie wir und genauso voller Fehler wie wir. Und er hätte kein Lösegeld bringen können. Also Jesus musste vollkommen sein. Aber da ging auch wieder um Geld. Deswegen war der Sohn Gottes. Und warum sollte man da zweifeln? Die ganze Natur hat Gott gemacht. Und warum sollte er das nicht machen können, dass St. Maria dieses Embryo in dem Kind geben kann, dass er das kriegt? Haben Sie schon mal den Koran gelesen? Ja, nein. Nicht? Wenn Sie den Koran lesen, dann sind Sie den richtigen Weg, weil der Koran zeigt Ihnen, in jeder Lebensphase... Ja, der Koran sagt, dass nur Jesus der Prophet war, aber Sie sagen nicht, dass es Gott ist. Ja, weil Gott hat niemanden gezeugt und wurde auch niemand gezeugt. Deswegen ist es kein Widerspruch in sich. Da finden Sie keinen einzigen Widerspruch darin. Ja, das wird immer. Wenn Sie nach Mainz gehen und mit Arbeitszeit drüber sprechen, der wird es erklären. Ja, wissen Sie, da wird immer was durch. Versuchen Sie jetzt das drin? Aber die Bibel wird als Sieger hervorgehen. Versuchen Sie jetzt? Nee, der Koran wird als Sieger vorgehen. Schauen Sie, da heißt zum Beispiel mal hier, damit man erkenne, dass du dessen Name Jehova ist, du allein bist der Höchste über die ganze Erde. Aber ich dachte, er heißt Jesus. Achso, das haben Sie geschrieben, oder was? Haben Sie es geschrieben? Bist du schon David? Haben Sie das geschrieben? David, wer ist David? David, das ist der... Ach, der arbeitet hier bei Karstadt im zweiten Stock in der Jeansabteilung. Doch, wirklich. Der arbeitet wirklich dort. Nein, wirklich. Der Sohn Salomo war das. Salomo Guzier. Aber durch Inspiration. Wissen Sie, die Menschen, die haben oft was niedergeschrieben, das wurde sie selber nicht verstanden. Die Telekom zum Beispiel. Die schreiben Rechnungen und die verstehen selber nicht, wie die Rechnungen zustande kommen. Das macht die Telekom echt. Wissen Sie, da vorne ist das Geschäft, da müssen wir Steine reinwerfen. Kommen Sie. Holen wir die Steine raus und schmeißen wir das ins Geschäft. Ja? Kommen Sie, schmeißen wir das ins Geschäft. Nein, ich will das doch nicht. Wir nehmen das schon mit, das kann, machen wir das Geschäft kaputt, schmeißen wir die Steine rein. Anna. Und dann sagen Sie, Allahu Akbar Jihad. Aber warum verkaufen Sie das? Kriegen Sie Geld dafür? Schauen wir mal, was Gott kriegen Sie Geld dafür, wenn Sie das machen? Ich zeige Ihnen wo Landmark ist. Ich zeige Ihnen wo Gott darauf geguckt ist, schauen Sie mal. Ist denn durch die Bibel auch die Prostitution erlaubt? Ja, schauen Sie. Ja? Mein Sohn, schauen Sie. Ihr Sohn auch? Sohn, cool. Oh. Mein Gesetz. Was steht denn der Landsverwaltschaft, oder? Mein Sohn, mein Gesetz vergisst nicht. Und meine Gebote müssen dein Herz beobachten. Und jetzt sagt die Bibel, und jetzt sagt die Bibel, das ist besser ernstlicher. Und jetzt sagt die Bibel, warum er das machen soll. Er sagt hier, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens werden dir hier zugeschickt werden. Verstehe ich nicht. Also wenn ich das mache, was Gott sagt, und ich höre auf ihn, dann kann ich mein Leben verlängern. Also du lebst unendlich dann? Bis in alle Ewigkeit. Echt? Ich kann ewig leben. Oder? Wissen Sie, weil ich bin auch 217 Jahre alt. Das glauben Sie wirklich nicht. Sie werden es nicht glauben. Oh. Wirklich. Ich habe Albert Einstein und Da Vinci getroffen. Ja. Nein, ist mein Ernst. Aber nein, das ist eine ernste Sache. Wie können Sie darüber lachen? Das ist mein Ernst. Na so. Doch, ich befolge die Regeln des Lebens und deswegen bin ich so gesund. Sondern der junge Blüten. Ja, das sag ich jetzt, 217. Ich werde bis zu 890 Jahre wahrscheinlich zu leben. Das ist die Frage, möchten Sie irgendwann ewig leben? Ohne Krankheit, ohne Leid, also wirklich das Schöne ist das Leben, das Paradies. Aber Sie sagen ja, man kann ewig leben durch diese Sachen hier. Aber Sie haben ja gesagt, man kann bis zum Ende leben, ewig leben, wenn man die Regeln befolgt. Ewig? Das heißt, vielleicht möchten die Leute gar nicht ewig leben, deswegen befolgen die Regeln gar nicht. Das ist ja eine reine Sache. Ich möchte schon ewig leben, wenn ich die Möglichkeit habe. Möchte ich schon. Adam und Eva, oder was? Meine Mama und Herr Papa. Das haben wir selber zusammengestellt, ne? Echt? Da ist es im Paradies bei Adam und Eva, da war noch alles wunderbar. Die Tiere, die haben keine Angst haben brauchen vor den Tieren. Aber schauen Sie mal ganz kurz, wenn die Tiere keine Angst haben, schauen Sie mal ganz vor, wenn die Tiere keine Angst voreinander haben müssen, ja? Zum Beispiel der Löwe, der frisst ja Fleisch. Ja? Das heißt,